das hat immer so viel Spaß gemacht. Man hat sich vor jeder Aufführung einfach nur darauf gefreut, dass die Süßigkeiten da rumgeworfen werden. Als ich beim Kinderchor vorgesungen habe, war ich 12 Jahre alt. Das Vorsingen war sehr aufregend. Ich hatte mir 2 Lieder ausgesucht. Einmal Gute Nacht und noch Radioactive von Imagine Dragons. Meine erste Produktion war Hänsel und Gretel, so wie bei ganz, ganz vielen Kindern hier in der Oper, die im Chor mitsingen. Und das hat immer so viel Spaß gemacht. Man hat sich vor jeder Aufführung einfach nur darauf gefreut, dass die Süßigkeiten da rumgeworfen werden. Und wenn die Vorstellung vorbei war und der Vorhang zu, sind alle Kinder auf die Süßigkeiten losgerannt und dann war das wie Tauschware. Da hat jeder untereinander mal getauscht, wer hat das, wer hat das. Früher habe ich nur als Sängerin aus dem Chor in Produktion mitgewirkt. Es hat sich aber im Laufe der Jahre dazu entwickelt, dass man immer mehr einen Einblick gewonnen hat, indem ich zum Beispiel bei der Organisation etwas mitgeholfen habe, indem ich kleine Assistenzaufgaben übernommen habe. Und das war für mich immer das Spannendste daran, wenn man einen größeren Einblick hinter die Kulissen, hinter die Organisation bekommt und viel mehr eingesponnen wird in den Entwicklungsprozess von einem Stück und einer Produktion. Für mich ist das Theater heutzutage wie eine zweite Heimat. Man kommt hier hin, man sieht immer die gleichen Personen. Nicht nur unbedingt aus dem Kinder- und Jugendchor, sondern aus den verschiedensten Bereichen in der Oper. Und es ist wie eine zweite Familie. Das sind Menschen, mit denen ich in meiner Freizeit ganz viel Zeit verbringe und die für mich ein großer Teil meines sozialen Lebens geworden sind. Auch wenn man dann abends aus der Oper dann nach Hause geht oder sich am Ende mit Freunden trifft, sind dann meistens immer wieder Menschen aus der Oper selbst und es führt dann auch dazu, dass man einfach mal abends zusammen sitzt und plötzlich grölen alle Winterreise. Es macht so viel Spaß jedes Mal und es ist nie geplant. Niemand sagt, okay, wir singen jetzt alle zusammen Winterreise. Nein, einer macht irgendwie mal zufälligerweise Winterreise an, als Beispiel, und alle singen mit oder auch Anatevka. Anatevka ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Einer hat den Ohrwurm und singt es und alle anderen steigen mehrstimmig ein. Zum Wohl, zum Wohl. Lechaim, 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 zum Wohl. Die Oper hat in den letzten Jahren mein Leben sehr geprägt und ich würde es mir auch wünschen, dass ich auch weiterhin in dem Bereich bleiben kann.